Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, wir schauen heute, wie viel YouTuber wirklich verdienen. Und dieses Video ist von 2017, also mehr als 5 Jahre alt. Von daher bin ich mal gespannt, was früher so die Erkenntnisse waren und vor allem, welche YouTuber dort eingeblendet werden. Herzlich willkommen bei Wissenswert. Heute mit dem Thema, wie viel verdienen YouTuber wirklich? Ey, krank, wie diese Wissenswert-Videos auch früher aussahen. Überhaupt nicht so professionell wie aktuell. Wovon hängt es ab, wie viel sie verdienen und womit... Aha! Da war ja ich! Glückwunsch. Vor rund 10 Jahren war YouTube noch ein ganz anderer Ort. Es gab nur ein paar wenige richtig berühmte YouTube-Videos, wie zum Beispiel diesen Typen hier. Hallo? Oh mein Gott, ey, das kenne ich noch alles, diese alte Zeit. Heutzutage sieht YouTube allerdings ganz anders aus. Musikvideos haben mit Abstand die meisten Klicks. Krank. YouTuber sind gefeierte Prominente. Krank. Und die Kanäle, die Kinder gucken, sind heutzutage nicht mehr Super RTL oder Kika, sondern vielmehr einer von diesen hier. Und da bin ich! Da bin ich! Concraft, oh mein Gott, die Außenseiter, die Lochis, ey, was da noch alles für Kanäle mit dabei waren. Null. Aber wie viel verdienen denn nun unsere sagenumwobenen YouTuber? Schauen wir uns erstmal an, welche Einkommensquellen überhaupt in Frage kommen. AdSense. Da wäre einmal der Verdienst durch die Werbeeinnahmen auf YouTube. Genau. Dann der Verdienst durch Product Placement und Kooperationen, auch auf YouTube. Merchandise. Und an dritter Stelle sind dann noch Gagen, Gewinne aus eigenen Unternehmen und so weiter und so fort. Okay. Also zum ersten Punkt. Oh mein Gott. Nein, das ist Julian Bam. Das ist Emra. Gibt's Emra noch? Und das ist, glaube ich, diese Shanti oder so hieß sie, glaube ich. Wie viel ein YouTuber durch Werbeeinnahmen auf YouTube verdient, hängt in erster Linie davon ab, wie viele Werbungen auf seinem Kanal laufen. Und wie viele Werbungen auf seinem Kanal laufen, hängt wiederum von 3 wesentlichen Faktoren ab. Okay. Erstens von seinen Viewzahlen. Je mehr Klicks, desto mehr Geld bekommt er auch. Ja, klar. Viele denken ja immer, es liegt an den Abonnenten. Und wenn man irgendwie, keine Ahnung, Millionen von Abonnenten hat, verdient man mehr als jemand mit gar keinen Abonnenten. Aber es kommt gar nicht auf die Abonnenten an. Von daher lasst gerne einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Aber wenn jemand natürlich einen Kanal abonniert, bekommt er die Videos von diesem Kanal dann in seiner Subbox, die es mittlerweile gar nicht mehr so richtig gibt, angezeigt. Und das heißt, dass man durch ein Abo natürlich auch irgendwie zwangsläufig zukunftsorientiert Views generiert. Das ist so diese grobe Erklärung von einem Abonnement, glaube ich. Dabei kann man sich erstmal an der Daumenregel 1000 Klicks gleich 1 Euro orientieren. Der zweite Faktor ist die Videolänge, beziehungsweise wie viele verdammte Werbungen der YouTuber auf sein Video schaltet. Aha. Bei YouTube ist das so. Wenn ein Video über 10 Minuten lang ist, hat der YouTuber die Möglichkeit, an jeder x-beliebigen Stelle seines Videos einen Werbeblock einzubauen. Ja, das stimmt aber auch nicht so ganz. Also mittlerweile ist es ja eh nur noch 8 Minuten, glaube ich, als Länge. 10 Minuten gibt's gar nicht mehr, sondern ein Video muss über 8 Minuten lang sein, damit man Werbung schalten kann. Und du kannst auch nicht in ein 8-Minuten-Video dann 100 Werbungen reinpacken. Und dann verdienst du 100 mal so viel wie jemand, der nur eine Werbung reinpackt. Das geht ja gar nicht. Ich habe noch nie ein Video gesehen über 8 Minuten, wo Werbung, sondern YouTube drosselt das selber runter. Das heißt, egal ob du 5 Werbungen schaltest oder 2, eigentlich verdient jeder so das gleiche grob. Wenn auf ein Video mehrere Werbungen geschaltet werden, ergeben sich schnell Werte von 2 Euro oder sogar 2,50 Euro pro 1000 Klicks. Mittlerweile ist das echt deutlich gewachsen. Aber alles ist ja von den Preisen her nach oben gegangen. Also 2 bis 3 Euro pro 1000 Klicks hat fast kein Kanal mehr. Und sorry by the way auch gerade mal für meine Stimme, aber ich bin, wie ihr wahrscheinlich hört, noch immer leicht erkältet. Oh, das ist traurig. YouTube schaltet mehr Werbungen bei Kanälen, bei denen jedes Video in etwa die gleiche Anzahl an Klicks bekommt. Okay. Vor allem, wenn es viele Klicks sind natürlich. Wenn ein Channel also 100.000 Views auf jedem Video hat, ist da mehr drin als bei einem Channel, der 200.000 Views bei jedem zweiten Video hat. Also das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Machen wir also mal eine Beispielrechnung für die YouTube-Werbeeinnahmen anhand von Bibis Beauty Palace. Okay. Und wie gesagt, das ist nur eine Beispielrechnung und reale Werte können wir nur annäherungsweise ermitteln. Aber sicherlich handelt es sich um einigermaßen realistische Richtwerte. Okay. Hallo meine Lieben. Ich habe mir gedacht, jetzt wo ich meinen ersten eigenen YouTube-Kanal eröffnet habe, mache ich als allererstes mal ein Vorstellungsvideo. Hey, mein Kopf dröhnt und jetzt quatscht mir noch Bibi hier ins Ohr. Gehen wir mal von 2 bis 3 Videos die Woche aus und sagen wir einfach mal, sie macht im Monat so etwa 10 Videos. Aha. So, diese 10 Videos werden dann in Bibis Fall im Durchschnitt vielleicht so 2,5 Millionen Mal gesehen. Okay. Und weil Bibi natürlich schlau ist, packt sie in ihre Videos immer ordentlich Werbung rein. Aha. Und macht sie über 10 Minuten lang. Ja. Das heißt, wir können wahrscheinlich locker davon ausgehen, dass Bibi so an die 2 Euro pro 1000 Klicks macht. Okay. Für ein durchschnittliches Video von 2,5 Millionen Klicks bekommt sie also schätzungsweise 5.000 Euro.
und 5.000 Euro mal 10, weil sie ja ungefähr 10 Videos im Monat macht, sind dann auch schon schnell 50.000 Euro. Ja, so leicht kann man es sich aber nicht machen, weil es kann natürlich auch sein, und das habe ich auch relativ häufig und auch andere Kanäle, dass du dann Urheberrechtsverletzungen hast, dann hast du irgendwelche, nicht Urheberrechtsverletzungen, sondern auch beispielsweise Richtlinienverletzungen, dass dann die Werbung nicht geschaltet werden kann, dann schalten manchmal Leute ab der Hälfte schon ab, das heißt die hinteren Werbungen werden gar nicht geguckt, also meistens ist es nochmal weniger oder manchmal auch mehr, weil man dann plötzlicherweise ein Video irgendwie abgeht und dann so werbefreundlich ist, dass noch andere Unternehmen da Werbung drauf buchen. Also es gibt verschiedene Szenarien, sodass man wirklich immer als YouTuber nur so eine Spanne sagen kann. Dann kommen natürlich noch die ganzen Klicks auf ältere Videos von ihr dazu. Bibi hat derzeit über 300 Videos auf ihrem Kanal. Sagen wir mal, jedes von denen bekommt im Schnitt jeden Monat 50.000 Views dazu. Das heißt, an ihren alten Videos verdient sie im Schnitt pro Video jeden Monat nochmal 100 Euro. Rechnen wir diese 100 also mal 300, da kommen wir auf verdammte 30.000 Euro. Ja, okay, das stimmt. Und das ist gerade bei Kanälen, die viel hochladen oder schon hochgeladen haben, zum Beispiel irgendwie bei mir oder bei einem Paluten oder bei einem Gronkh, bei solchen Kanälen ist das natürlich heftig. Wir haben tausende von Videos schon hochgeladen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt beispielsweise mal sagen würden, komm, wir machen mal einen Monat gar keine Videos, machen wir wahrscheinlich trotzdem noch, und das soll überhaupt nicht arrogant klingen, aber Millionen von Aufrufen auf alte Videos, die natürlich auch nochmal Umsätze generieren. Da muss man allerdings auch überlegen, dass man bei vielen alten Videos, zum Beispiel bei mir war das der Fall, habe ich gar nicht Midrolls drin. Meine ersten drei Jahre auf YouTube habe ich gar keinen Cent mit YouTube verdient. Und jetzt im Nachhinein hätte ich da zwar Midrolls reinpacken können, also diese Werbungen innerhalb des Videos, aber das wäre so ein kranker Aufwand, dass ich das einfach nie gemacht habe. Da es ja viele Skeptiker da draußen gibt, nehmen wir mal an, dass unsere Rechnung hier und da ein bisschen hinkt und ziehen nochmal 40% von diesem Verdienst ab und machen eine schön konservative Rechnung. Das macht dann 80.000 minus 40% davon, das sind 48.000 Euro brutto im Monat. Und das alles nur durch Werbeeinnahmen. Ja. Gut, das Video hier ist jetzt auch mehr als 5 Jahre alt von Wissenswert und ich sehe hier gerade am Rande mit meiner Statistik-App eingeblendet, dass Wissenswert selber 16 Millionen Views im Monat macht. Also wenn die so hier gerade quasi hetzen gegen YouTuber, können sie sich eigentlich selbst mit da reinpacken, weil die mittlerweile auch richtig gutes Geld mit YouTube verdient, eben auch weil viele Leute auf die Videos von denen reagieren und daraufhin Leute auf den Wissenswert-Kanal aufmerksam wurden, auch natürlich durch uns hier, durch die Loopschuh. Ihr wisst ja, wir haben damals immer sehr, sehr viel auf Wissenswert-Videos reagiert. Die Sache ist allerdings, dass ich den Faden verloren habe. Doch, ich hab's zurück. Die Sache ist allerdings, dass man sich wirklich über keinen Verdienst beschweren sollte, weil es ist immer, und da habe ich eine sehr konservative Ansicht vielleicht, aber es ist immer eine Sache von Angebot und Nachfrage. Und wenn ganz viele Leute, ihr habt es ja selber gerade gesehen in der Beispielrechnung, 2,5 Millionen Views pro Video, das sind 10, das sind 20, das sind, keine Ahnung, wie viele Fußballstadien das sind, vollgefüllt mit Menschen, die sich nur Bibis Video angucken und für 1000 Leute, die da drin sind, verdient sie 3 Euro. Wenn man sich das so überlegt, ist das relativ wenig. Klar, in Masse ist das viel, aber von so Leuten wie Bibi, die so viele Views machen, gibt es dann vielleicht in Deutschland auf 80 Millionen Einwohner 5 Leute. Dann ist das wiederum was anderes, also wenn man es sich so vorrechnet. Ich will hier überhaupt nichts irgendwie rechtfertigen oder so, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber natürlich müssen diese 48.000 Euro versteuert. Auch noch versteuert werden. 19% Umsatzsteuer, dann noch Spitzeneinkommensteuersatz, Gewerbesteuer. Damit ist sie wahrscheinlich dann relativ schnell bei etwa der Hälfte davon, ja. Netto. Naja, nun sind die Werbeeinnahmen jedoch meist nicht das Einzige, mit denen YouTuber Geld verdienen. Ja. Erinnern wir uns an die 3 Einnahmequellen, die YouTuber in der Regel so haben. Ey, das ist aufgebaut wie so eine Präsentation in der Schule. Ich find's richtig chillig. So ein Video von 2017. Ich liebe es, mir alte Videos anzugucken. Wie viel verdient ein YouTuber beispielsweise durch Product Placement oder andere Kooperationen? Für all diejenigen, die es nicht wissen, Product Placement heißt, dass ein YouTuber das Produkt irgendeiner Firma in seinem Video vorstellt und dafür Geld von dieser Firma bekommt. Warum? Was sind das für Bilder und Animationen? So übelst verpixelt, die zoomen so richtig komisch ran und weg. Boah, da würde mich so krank interessieren, wie viel die damit gemacht hat. Ne? Das mit Bilou, das würde mich richtig krank interessieren. Man kann davon ausgehen, dass ein verhandlungssicherer YouTuber bei einem Product Placement Deal pro 1000 Klicks wahrscheinlich so zwischen 20 und 40 Euro macht. Ja. Nee.
Ja, es kommt drauf an. Wenn ich eine Anfrage kriege, also erstmal müsst ihr wissen, dass wir wirklich 90-95% aller Anfragen ablehnen, weil ich eigentlich wirklich nur für Sachen Werbung machen will, wo ich komplett hinterstehe. Aber auch wenn es beispielsweise mal so Spiele sind, die ich noch nie gespielt habe, aber mir einfach denke, okay, es ist eigentlich chillig, es ist ein cooles Spiel, es hat keine Fehler und es gibt bestimmt Leute, denen das gefällt, dann macht man es natürlich, klar. Was allerdings gar nicht geht, meiner Ansicht nach, sind Leute, die Werbung machen für Dinge, wo sie exakt genau wissen, dass es scheiße ist. Dass die Leute, also das Unternehmen, die Leute abzieht. Das seht ihr schon, wenn Unternehmen so 80% plötzlich Rabatt geben können. Das heißt einfach, dass sie so eine riesige Gewinnmarge haben und die Leute so krass abziehen, dass sie jetzt so triggern können mit so 80% Rabatt. Da mache ich lieber Werbung für ein Unternehmen, wie jetzt beispielsweise letztens diese Insta360-Kamera, was ich da in einem YouTube-Video gemacht habe, in einem Vlog. Da habe ich halt 5% Rabatt gegeben, ne? Hatten wir die Möglichkeit, 5% Rabatt zu geben über den Code. Und da haben sich Leute beschwert, nur 5%, nur 5%. Ja, aber das Unternehmen versucht schon, ihr qualitativ so hochwertiges Produkt so gering wie möglich zu halten vom Preis. Klar, es sind trotzdem 600 Euro, aber es ist eine kranke Kamera, die GoPro wahrscheinlich sogar abziehen würde. Das ist brutal. So, das sind so Sachen, für die man halt Werbung macht. Und da ist man dann auch eher so, weil ich diese Kamera, ich feiere die übertrieben. Ich nehme das jetzt nur mal so als Beispiel. Da nimmt man dann natürlich weniger Geld und da lässt man sich auf einen geringeren Betrag ein. Oder wenn es um so Kino-Sachen geht, Kinofilm-Werbung, das finde ich immer richtig, richtig cool, weil da kann man dann immer ins Kino gehen und mit Freunden und dann kann man seine ehrliche Meinung über den Film sagen und so. Das sind so Sachen, das sind so coole Kooperationen und da will man dann auch weniger Geld als YouTuber haben, natürlich, also in meinem Fall kann ich das nur sagen, als jetzt beispielsweise bei einem Produkt, wo man sich so denkt, okay, würde ich jetzt nicht primär nutzen, aber es passt auf meine Zielgruppe, wenn es beispielsweise dann eher so eine Skincare-Sache ist oder so und ich weiß halt, ich habe primär weibliche Zuschauer, dann passt das natürlich vom Fit her, es ist qualitativ hochwertig, es ist cool, ich habe es getestet, dann ist es wiederum eine andere Sache, wenn man mit dem Preis rangeht. Es kommt auch drauf an, in welchem Video packt man das rein, man weiß ja schon vorher, das Video wird wahrscheinlich mehr Klicks machen, das wird weniger machen, es kommt auf die Plattform an. Boah, ich habe meine ganze Bachelorarbeit über das Kackthema geschrieben, also ich kann euch jetzt so voll labern. Allerdings ist das ja auch schon der dritte Punkt, der jetzt gerade behandelt wurde, von daher würde ich an der Stelle tatsächlich das Video jetzt auch beenden. Es ist von 2017, vieles hat sich geändert, mein Kopf qualmt, weil ich krank bin und mich hat es einfach interessiert, welche Leute da eingeblendet werden. Ich wurde zu Beginn mal wieder eingeblendet, aber im Video überhaupt nicht behandelt. Das wäre natürlich noch cool gewesen, wenn die ein Beispiel von mir gesagt hätten, aber 2017 war ich ja, was war ich da? 21, hätten mich schon mal einblenden können. Aber gut, meine lieben Freunde, Spaß beiseite. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Ich nehme jetzt tatsächlich noch ein Video auf, was morgen kommt. Würdest du eher? Would you rather? Schaltet also morgen auch wieder ein um 16 Uhr hier auf dem Lukru-Kanal.